Einen wunderschönen guten Tag bei Momos YouTube-Video, wenn ich das so sagen darf. Heute mache ich einen Vlog über das DSDS-Finale. Ich versuche euch so gut es geht mitzunehmen. Ich muss geschminkt werden, bekommen ein Outfit. Wir haben eine Generalprobe und ich versuche so gut es geht alles aufzunehmen und euch einfach mal mitzunehmen hinter den Kulissen. Euer Momo. Das hier ist der Eingang von der DSDS-Bühne und da gehe ich jetzt rein. Das ist das Foyer von den MMC-Studios. Die bauen hier gerade schon das rote Teppich auf. Das, ne? Oder nee, der rote Teppich? Den. Den. Oh, Scheiße. Die bauen. Nochmal umdrehen jetzt. Also, wir sind in den MMC-Studios hier. Und das ist das Foyer. Und die bauen gerade den roten Teppich auf. Jetzt richtig, ne? Den roten Teppich. Ah! Und so sieht das aus. Hier läuft, glaube ich, gleich. Wer läuft hier rein? Die Finalisten oder wir? Ich denke mal. Weiß ja, die Top 10. Wir befinden uns gerade bei den MMC-Studios. Diese Dinger sehen aus wie Garagen. Das stimmt. Aber dahinter befindet sich die DSDS-Bühne. Also achtet mal, wie das aussieht. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Und das ist der Jonas. Den habe ich bei DSDS kennengelernt. Wir haben auch einmal in der Gruppe gesungen. Ja, in Eschkel. Und wenn sie tanzt, ist sie woanders für den Moment, dort wo sie will. Hier findet immer das Styling, Hairstyling, Kostüm statt, in diesen einzelnen Räumen, und dazu bringe ich euch gleich. Meine Jungs rollen alle im Benzer, Sonne scheint am raus aus dem Fenster. Wir müssen ja... Top. Es gibt Menschen, die auf uns aufpassen, so wie Lehrer. Und das ist diese Person, das ist René, der ist immer für uns da. Und auf die Portemonnaies. Der passt auf die Portemonnaies auf, ist unsere Ansprechperson und ja. Dankeschön, dass du für uns da warst. War eine geile Zeit. War auf jeden Fall eine geile Zeit. Ich liebe sie. Bis bald. Ciao. Jetzt werden meine Haare gestylt. Alice neben mir. Yeah. Lukas, Junge! Brudi, was geht bei dir ab? Sag mal Hallo. So, jetzt werde ich geschminkt hier. Bist du bereit, den Momo zu schminken? Und wie bereit ich bin, du? Wir sind auf jeden Fall heiß. Bis gleich. Das hier ist unser Backstage-Bereich. Hier befinden sich die Kandidaten. Hier ist gerade unser Finalist. Ne, Darwin. Eine Frau fürs Leben oder für eine Nacht. Sherry, Sherry Lady. Baby, komm schon, lass uns heute frei sein. Hey Julie, Julie, ich bin Romeo. Du bist Gangster, doch süß wie ein Oreo. Ich bin auf jeden Fall Besuch bekommen. Hey, der Daniel. Was geht ab, Leute? Der ist das Kandidat, Larissa. Hallo, hier sind Toni. Alle, ja. Angie, meine wundervolle Angie. Oh. Sani. Kannst auch gerne dann, wenn ich mal ein Bild reinlatsche. Ich folge dem Bild. Luft an, Baby, ich bin nicht dein Traummann, denn ich bin Momo. Momo. Ich bin nur ein Vagabund und ich folge den Wind. Was macht ihr da? Der Film mal wieder den Pickel ausdrückt. Alles sehr armer. Hallo Leute, meine Haare sind schon mal auf. Ich bin der Liste. Die ist trotzdem hammer. Leute, viel Spaß heute. Ich wollte euch nochmal sagen, dass ich euch ganz, ganz, ganz sehr lieb habe. Das ist gerade das YouTube-Video. Und ich habe euch auch alle lieb. Ich habe euch trotzdem alle lieb. Ich habe seine Leute lieb. Deswegen hoffe ich, dass euch das Finale dann gefallen hat. Weil das Video kommt ja dann wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich danach. Ja, danach. Doch du redest immer weiter, ich find's irgendwie charmant und male zwei Tassen Kaffee, ein Stift auf deinem. So, jetzt gerade sind wir am Essen hier. Das ist Nick. Toretti. Nick, hallo. Was geht, Habibi? Was geht, Habibi? Ich hab dich lieb. Ich hab dich. I love you. You're mein lieber Kind. Ich lass für dich das Licht an, obwohl es so hell ist. Ich schau mir die Bands an, die ich nicht mag. Ich bin für dich leise, wenn du zu laut bist. Dann führ dich zum Kiosk, ob Nacht oder Tag. Jetzt geht's auf die Bühne. Wir müssen performen. Und das ist Larissa. Hallo.
Das ist unser Choreograf. Schön nah. Das sagt man so, oder? Choreograf? Choreograf, richtig. Das hat der Momo sehr schön gesagt. Er wird uns helfen und unterstützen, unseren Gruppensong vernünftig zu performen. Genau, damit Momo richtig abgeht auf der Bühne. Yeah. Seine Moves zeigt. Mit ein bisschen Abstand. Wir sind gerade bei der Generalprobe, aber ich glaube, das darf ich nicht filmen. Ja. Schlaf, Kindlein, schlaf. Bester Mann. Dass dieses dumme Biest aber auch immer zu faul ist, sein muss, mitten auf die Linse. Die Generalprobe ist vorbei. Und jetzt gehe ich mal ein bisschen vor dem Studio und guck mal, was da so für eine Atmosphäre herrscht. Also, abwarten. So Leute, wir übernehmen jetzt Momos Part, haben hier einen VIP-Gast. Jayla! Hey, ich mag die Art, wie du lachst. Und ich will den Duft, den du hast. Girl, was du mit deinem Booty machst, ist nice. I know the rumors, the stories of men. Werbe Superstar ist der Kamudia. Irgendwie verlaufen, hab kein Plan, wohin ich geh. Ich geh mit meinen kleinen Koffer, die auf der Champs-Élysées. Auf einmal sprichst du mich an. Salut, qu'est-ce que vous cherchez? Sag pas, so es tut mir leid. Wie du stehst, es ist nicht normal. Die anderen kommen mir egal. Das ist nicht normal. Komm mal ruhig. Superstar, ich sag Hamudi, ja? Ruf alle von Momo an, das ist eure letzte Chance jetzt. 03, nein, ich liebe euch, danke schön. Hey, ich hab jetzt hier, komm mal. Schöne Grüße an Momo, viel Erfolg. Menderes, Menderes, Phänomenal. Eigentlich ist das doch schwerer Raum. Doch du bist ein Unikat. Alicia, Alicia, wir sind ein Team. Oh, oh, oh. Was geht, Momo? Bester Mann. Wir werden noch viel Geld machen. Wir haben keine Zeit. Wer wird Superstar? Ich sag Kamudia. Kamudia? Wer weiß, was mir dann noch passiert? Es passiert so viel. Ich sehe noch gut die Welt. Gleich danach bin ich wieder bei dir. Und ich danke allen Menschen, die mich zu dem machten, der ich bin. Oh, den Guten wie den Schlechten. Vielleicht hatten sie nie Böses im Sinn. Oh. Ja Leute, wir sind jetzt im Studio drin. Wir sind jetzt im Final für Alicia und werden die unterstützen, wie geht.
Gerade läuft die Sendung. Ich habe leider kein Handy, aber der Musa hat mir sein Handy gebracht, um es aufzunehmen. Sehr gut. Das ja, das eine, aber du musst ländern, auch hier und hier geht das. Was ist das oder du hältst das hier neben. Live? Ja, du bist live. Bro. Hallo Leute, ich bin live und Instagram oder Facebook? Das ist Twitter. Ich bin live von Twitter. Ey, ich hab noch nicht Twitter benutzt, aber soll gut sein. Das ist so ein bisschen Inception-mäßig hier jetzt mit diesen zwei Bildschirmen. Ja, so, oder warte, soll ich das einfach mal so hier neben dran halten? Momo hat was für was ist denn das eigentlich? Das ist ein Handy. Ach ja, aber für was filmst du das? Für YouTube. Sind wir dann morgen auf deinem YouTube-Channel zu sehen? Ja, ich muss mir das noch bearbeiten. Also ich mache ein kleines Vlog hier vom DSS-Finale, versendet auf YouTube. Und ich grüße alle Twitter-Freunde. Ich bin Momo und ich liebe euch alle. So Leute, das Finale ist vorbei. David hat gewonnen, herzlichen Glückwunsch an David. Herzlichen Glückwunsch. Super Junge, alle haben es verdient. Leute, die Reise von DSDS ist vorbei. Das war ein Hammerfinale. Kranke Finalisten, ein sehr, sehr hohes Niveau. War wirklich schön, nochmal auf der Bühne zu stehen. Und ja, der Vlog ist zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe mir sehr viel Mühe dabei gegeben und ja, wir sehen uns. Ciao.